Alexander Zverev macht Andeutung zu Beziehung mit Sofia Tomalla, Love is in the Air. Deutschlands Tennissuperstar Alexander Zverev hat in den höchsten Tönen von seiner neuen Flamme Sofia Tomalla geschwärmt und angedeutet, dass das Liebesglück der beiden schon länger dauert als öffentlich bekannt. Sie ist sehr verständnisvoll, weiß, was mir Tennis bedeutet und was es heißt, hier bei diesem Turnier zu spielen, sagte Zverev am Rande der Erste Bank Open in Wien. Bei denen die 32 Jahre alte Schauspielerin und Moderatorin zuletzt erstmals seit dem offiziellen Liebesoutings des Pärchens in Zverevs Spielerbox saß und die Daumen drückte, zudem schätzt Zverev seine neue Freundin auch für ihren Lebenswandel. Sie weiß, was es bedeutet, einen relativ seriösen Job zu haben. Sie ist auch eine Frau, die viel zu tun hat, niemand, der ständig nur im Hotelzimmer sitzt, sagte der 24-Jährige. Ganz so frisch wie allgemein angenommen ist die schlagzeilenträchtige Liaison zwischen der aktuellen Nummer 4 der ATP-Weltrangliste und Tomalla jedoch womöglich gar nicht. Nur weil es jetzt öffentlich wurde, heißt es nicht, dass wir nicht schon länger zusammen sind, sagte Zverev augenzwinkernd. Zuletzt keimten Gerüchte auf, wonach Tomalla bereits in Indian Wells vor rund 2 Wochen in Zverevs Nähe Gewalt haben soll. Öffentlich trat sie damals jedoch noch nicht als seine Begleitung auf. In Wien lief es unter den Augen Tomallas in der ersten Runde noch nicht hundertprozentig rund für Zverev. Gegen den Serben Filip Krajinovic reichte es für den Favoriten zwar zu einem 6:2, 7:5. Im zweiten Satz jedoch leistete sich Zverev einige Wackler und lag zwischenzeitlich 2:5 zurück.